So, liebe Leute, und da sind wir wieder mit Pac-Man und die Geisterabenteuer. Und heute geht es weiter auf vereister See. Na, mal gucken, ob Pac-Man in ein Boot steigen muss. Wir werden es gleich sehen. Und das erste, was uns gleich begegnet, sind erstmal gleich ein paar Geister. Jawoll. Pac-Man, du hast doch eh Hunger. Gut, wunderbar. Ey, das war nicht fair. Das war definitiv nicht fair. Ey, was ist das denn für ein Geist? Oh, guck mal. Sieht aus wie ein Hundenapf. Okay, gut. Weiter geht es. Und wie schnell wir hier jetzt gerade langkommen, ist doch sehr vorteilhaft durch die ganzen Geister, weil wir damit nämlich schneller sind durch das ganze Essen. Komm her. Und die essen wir auch noch schnell auf. Und den großen haben wir auch aufgegessen. Und. Pac-Man wird satt sein. Und wir sind wieder Geist. Nee, Icepack. Icepack. Do the Icepack Song. Kommt hier auch nochmal eine Herausforderung? Ach, ich sehe schon, auf was es wieder hinausgeht. Kraboom. So. Müssen wir erstmal hier lang, weil ich glaube nicht, dass wir darüber kommen. Aber Moment, der da oben, der passt mir jetzt gar nicht. Besonders auch unter der Voraussetzung. Au! Wow, okay, ihr habt gewonnen. Ich gehe erstmal ganz kurz runter. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, da ist ja auch noch was. So, dann gehen wir jetzt hier wieder runter. Gefrieren das wieder. Nein. Och komm. Ich hatte die ganze Zeit den Falschen anvisiert, um den ich mir gar keine Sorgen gemacht hatte. So. Der hat sich jetzt erstmal erledigt. Und da holen wir uns jetzt auch unser Leben. Und können dann ohne Bedenken hier wieder runter. So, jetzt heißt es aufpassen. Und hier rüber. Hier hoch. Das ist jetzt echt wieder Maßarbeit, auch was das Springen angeht. Und hier hin. Also dafür hätten sie jetzt keinen Untertitel machen müssen für das Wow. Cersei, I think I'm stuck. I'm surrounded by lava and there are no ice berries anywhere. Oh my, and I think you were getting pretty close to the frigidigitator too. I don't know what to do. Maybe you better come back here and Pac, it's me, Silly. I got away and found the temple. The frigidigitator is here. I think I can use it to help you get here. Nice! The lava here is too hot to freeze permanently. It will melt as soon as it's outside the beam. I'll keep the beam moving. Make sure you keep up. Na juhu. Wow. Okay, gut. Das war jetzt der erste Fail erstmal. Warten wir nochmal, bis das hier ankommt. Blub. Blub. Okay. So. Ja. Ist schon nicht schlecht, wenn so ein Geist nicht fliegen kann, hä?
He's here! Okay, sind wir jetzt alle los? Ja. Das ist auch mal eben runtergefallen. Wunderbar. Da hinten will ich gar nicht hin. Das lohnt sich nicht so für mich. Muss ich gerade mal gucken. Da könnte ich rauf. Okay. Ich gehe erstmal hier hin. So, und jetzt heißt es hier nämlich Gas geben. Bleibt mir weg, ihr blöden Geister. Ich wollte nur die Münze haben. Man könnte glatt meinen, er wäre so ein bisschen mit Mario verwandt, oder? Dahin brauche ich nicht. So, komm her. Hier hoch und... Au! Brauche ich aber was zu essen hier. Komm. Und alle. Hopp. Und. Hopp. Hopp. Und hopp. Ja, nee, ist klar. Jetzt werde ich ein Feuerpack. Komm, alle weg hier. Alle weg. Und da öffnen wir die Tür in die Eiskammer, wo der Kühldings da XY, was weiß ich nicht, Z ist. Egal, wir gehen mal rein. So. Ah, hier muss ich aber extra drücken. Jawoll, ja. Ach nö, jetzt muss er noch springen. Yippie! Na, kommst du da durch? What the? Was so? Ich renne jetzt hier mal schnell weiter. Weil, so war das jetzt nicht abgemacht. Dass da irgendwelche Fledermäuse erscheinen, die ich nicht essen kann. Okay. Also ich habe jetzt die Wahl da lang. Oder da kurz zum Kuchen gehen. Na, dann gehen wir mal kurz zum Kuchen. So. Hier springe ich jetzt einfach mal rüber. Ich habe jetzt gar keine Lust, diese Geister zu essen. Oh, 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 hier gibt es was. Wow. Okay, gut. Machen euch auch noch alle platt. Oh, komm. So. Der ist auch weg. Verdammt, und ich habe es wahrscheinlich schon vermasselt. Naja. Ha! Damit haben wir es geschafft. Also Pac-Man ist ja schon so ein kleines Schweinchen, oder? Wir haben den Eistempel freigespielt. Eisige Höhlen ist unser nächstes Kapitel. Oder beziehungsweise unser nächstes Level.
Ah, okay. Einfach gegenrennen bringt schon mal nichts. Ja, Leute, es ist ja schön, dass ich jetzt hier Eispack bin, aber es bringt mich jetzt gerade nicht weiter, ne? Okay. Ha. Mann. Noch irgendwo einer? Möchte noch jemand was? Hä? Hä? Hab wohl nicht genug, hä? Oh, wieder weiter geht's mit der Rutschpartie. Hui. Oh, Leben. Ja, komm. Einsammeln. Jump. So, komm. Einfach weiter. Oi. Oh, oh, eine Münze. Oh, das sieht doch schon wieder nach Bosskampf aus. Na komm. Dann lass uns mal auf den Bosskampf ein, oder? Hä? Hä? Ich hätte jetzt echt wetten können, das wird ein Bosskampf. Na gut. Man kann sich auch mal täuschen, ne? Schaffe ich das denn vom Sprung her? Wir werden es sehen. Okay, gut. Okay. Das ging jetzt sehr schnell. Okay. Oh, sammeln wir noch den Burger ein. Tja, das kann nur Pac-Man. Ja, liebe Leute, damit sind wir weitergekommen, als ich dachte. Und, was haben wir hier noch? Seltsame Attraktion. Werden wir aber beim nächsten Mal machen. Und, ich bin euer Tro. Ich würde mich freuen für einen Daumen nach oben. Schaut wieder rein, wenn es heißt Pac-Man und die Geisterabenteuer. Tschö, tschö.